Hallo meine Freunde, Grüße Genossen und Genossinnen und alle, die sonst noch hier sind. Willkommen zurück zu Floyd und wir wollten gerade mit dem Motorrad losfahren. Also machen wir das einfach. Ich hoffe jetzt, die Soundqualität ist auch wieder etwas besser geworden, weil ich musste ein bisschen umstellen. Irgendwie hatten sie nach einem Windows-Update. Ich kann nirgendwo hin, solange ich nicht... Musste ich noch ein bisschen... Grüße, Genosse. Also nach einem Update... Von Windows hat sich das umgestellt. Die Soundeinstellung, warum auch immer. Jetzt habe ich es wieder richtig gemacht. Ich hoffe, dadurch ist es jetzt besser. Zack und offen. Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Rebellion einmal Geld sparen würde. Und ich muss nicht mal mehr einen Helm tragen. Damit können wir endlich der Einöde Omni-Primes, nee, Metro-Primes entkommen. Und können deswegen hier ein bisschen rumfahren. Oh, was ist das denn? Biker mit Panne, den helfen wir doch mal. Verzeihung, Bürger. Grüße, Bürger. Kann es sein, dass Sie Hilfe brauchen, Bürger? Nun ja, ja... können Sie mich abschleppen? Mein Funk ist im Eimer und ich muss den AGAC anrufen. Klar, ich habe leider nur kein Abschleppseil. Macht nichts. Ich habe eins. Angestellte der Miracle Group sind stets für alles gerüstet. Es ist magnetisch. Fangen Sie! Okay? Okay. Haben wir gleich mal eine gute Tat wieder für einen Bürger in Not getan. Okay, bis hier. Vielen Dank, Bürger, Floyd. Floyd? Wie der Rebell, der überall gesucht wird? Ja, das ist die Kurzform für Floydin. Nun, Bürger, Floydin, darf ich mich vorstellen? Bürger Sano Fabit, der Miracle Group. Meine Karte. Miracle Group. Miracle Mud Abteilung. Handelsvertreter. Wenigstens der Alarm geht noch. Miracle Mud? Was ist denn das? Du hast noch nie davon gehört? Muss man das kennen? Oh, wie fühlt man sich als Unikat, Madame? Sie müssen die letzten 30 Orbits auf Cygnus Alpha verbracht haben, wenn Sie noch nie davon gehört haben. Ich komme nicht oft raus. Aber die Kampagne war gewaltig. Wir haben jede Werbefläche von hier bis zum Sektor 12 gemietet, um das Produkt vorzustellen. Ich... Nun, die PR-Abteilung hat offenbar versagt. Ich habe 100% gefordert und Sie meinten 90. Wir einigten uns auf 99,7. Ich bin wohl die Komma 3. Ich bin so froh, dass ich Sie getroffen habe, Bürger Floydin. Wir sollten dem Omnibrain dafür danken. Ihnen wäre sonst das Top-Produkt dieser Generation entgangen. Und was bewirkt dieses Miracle-Zeug genau? Was es bewirkt? Sie stellen die falsche Frage, Bürger. Fragen Sie lieber, was es nicht bewirkt. Das erspart uns viel Zeit. Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie Ihre Sätze einstudiert haben? Wir reden hier über Miracle Mud Burger. Lesen Sie doch mal das Etikett. Anzuwenden bei, die Schrift ist zu klein zum Lesen. Das war nötig, damit alles aufs Etikett passte. Wie praktisch. Das Döschen schenke ich Ihnen, als Dank, dass Sie mir geholfen haben und so weiter. Wie großzügig, Bürger. So, ich muss jetzt den allgemeinen galaktischen Allmobilclub anrufen. Wie gut, dass ich Mitglied bin. Nochmal danke, Bürger. Okay. Gucken wir mal. Grüße, Genosse. Miracle Mart. Undefinierbare Pampe. Frag lieber nicht. Lieber nicht. Was
haben wir denn noch alles so? Wir haben noch die Klamotten, das Gesicht, unseren alten Zyklus-Alpha-Anzug, ach, und Gotteskostüm und Heftnadeln und Weisungskatalog und ein Poster und einen TV-Knopf. Wir haben so viel. Wir könnten hier so viel machen. So. Können wir hier noch irgendwas gucken? Oh, stimmt, der hat ja den Alarm angeschaltet. Dö-dö. Oh, tut mir leid, der Sensor ist sehr sensibel. Aha. Können wir trotzdem noch rumlaufen? Weil da sind wir ja hier gleich mal bei unserer allseits beliebten Bar. Gucken wir hier nochmal rum. Ah, hat sich nicht viel verändert. Dann gehen wir mal durch die Bartür und gucken einfach mal, ob was drin sich getan hat. Ich möchte nicht erkannt werden. Ein Wunder, dass bisher noch keiner diese Parodie einer Verkleidung durchschaut hat. Okay, also zu viele Menschenmassen wollen wir nicht begutachten, also gehen wir da nicht rein. Gut. Warten wir jetzt noch, bis der fertig ist. Wir gucken einfach nochmal. Sie haben es nicht angefasst, oder? Nein, nein, ich stehe bloß hier. Blödes Ding. Okay. Nach dem Satz will ich es versuchen. Grüße. Wie oft muss ich das machen, damit was passiert? Wir kennen das ja. Damals in Zyklus Alpha habe ich auch sehr lange mit Dolores reden müssen, damit man das auch hinkriegt. Ja, damit man eins weiterkommt. Also machen wir jetzt einfach nochmal. Irgendwas wird schon passieren. Defekt sein. Warum versuchen Sie es nicht mal mit dem Brei fürs Leben? Ich warte lieber auf den AGAC. Sie schicken jemanden so schnell wie möglich. Ich brauche einen Drink. Jung, rennt doch weg. Geht sie Witwenzähler benutzen? Da gehe ich nicht rein. Es riecht so seltsam. Gut. Guck mal jetzt nochmal das Motorrad an. Das Abschleppseil. Ah. Ah. Ah, nehmen wir ihm das Nummernschild ab. Wenn es schon extra aufgeführt ist. Es ist festgeschraubt. Haben wir irgendwas? Grüße, Genosse. Haben wir noch den Speer? Ja, den haben wir noch. Haben wir sonst noch was anderes? Nee. Nehmen wir mal den Speer. Vielleicht geht das ja damit ab. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt halte ich die Idee für total bescheuert. Schade. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Gut, das geht nicht. Abschleppseil nehmen. Vielleicht kriegt man das. Ansonsten brauchen wir jetzt irgendwas wie einen Schraubenzieher. Mal gucken. Vielleicht sagt uns das ja irgendwas. Das ist nur mal ein Schild. Außer es ist festgeschraubt. Es ist auf dem Fahrzeug des Verkäufers festgeschraubt. Sag ich nichts zu, okay? Ich bleib einfach still und sag dazu. Nee, ich sag dazu nichts. Wir nehmen einfach das Motorrad und machen weiter. Gut, haben wir gleich zwei Dinge auf einmal abgeklärt. Aber als allererstes wollte ich ins Ministerium für galaktische Unsicherheit. Einfach mal um zu gucken, weil dort haben wir ja auch unsere. Okay. Speichern wir mal lieber. Grüße, Genosse. Okay, gibt ja auch Sinn, ja. Der Flüchtling da rumrennt. Also wir sind ja der Flüchtling. Red mit ihm. Verzeihung, Bürger, aber dies hier ist Sperrgebiet. Hier kannst du nicht rein. Sperrgebiet, aber ich lebe... das heißt, ich lebe... Nein, Ja, Bürger. Ich liebe Omnibrain-Bürger. Das freut mich, Bürger. Aber lieben wir nicht alle Omnibrain? Ja, richtig. Ich würde nur gern wissen, warum das hier Sperrgebiet ist. Diese Information ist im Moment nicht verfügbar, Bürger. Oh, na dann. Aber ich sag dir was.
Wir suchen jemanden, der hier lebt. Wen denn? Er heißt... Rechts gucken, links gucken. Floyd. Hat er hier gelebt oder so? Wer? Floyd. Wer ist denn das? Du sagtest gerade, dass ihr ihn sucht. Hab ich nicht. Hast du doch. Bezeichnest du mich etwa als Lügner? Nein. Gut. Ich gehe dann jetzt mal. Aber ganz unter uns. Wir suchen tatsächlich nach Floyd, aber du hast es nicht von mir. Klar, das ist eine geheime Information. Oh. Wenn er auftaucht, darf ich ihn sofort festnehmen. Echt? Weswegen? Die Information ist geheim, Bürger. Aber angeblich soll dieser Floyd von Cygnus Alpha geflohen sein und eine Horde Rebellen anführen, die Omnibrain töten und unser jetziges Konzernleben zerstören wollen. Was für ein Schuft. Ich werde die Augen nach ihm offen halten. Vielleicht ist er gefährlich, Bürger. Falls du ihn siehst... Ruf mich an, Aha. Dann komme ich und schnappe ihn. Ist nicht ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Tatsächlich? Ist ja ein Ding. Das zeigt doch mal wieder, dass Omnibrain seine treuen Bürger reich belohnt. Doch, 20.000, glaube ich. Nun, Bürger, ich habe schon zu lange mit dir geplaudert. Was, wenn Floyd hier vorbeischleicht, während ich mich mit dir unterhalte? Das wäre wirklich hart, Bürger. Okay, um da reinzukommen, weil ich wollte eigentlich unsere Nachrichten abrufen, weil ja wir dort auch unseren Mikrofon haben und so. Naja, schade. Soviel zu dem Plan. Gucken wir erstmal auf Müllschiff. Da hatten wir ja noch das andere Fahrzeug damals gefunden. Vielleicht können wir das nehmen oder vielleicht gibt es ja irgendwas Lustiges. Oh, übrigens, da hinten ist ein R2-D2 gefangen. Ich weiß nicht, ob der beim letzten Mal schon da war. Da. Aber er ist süß. So, das war das tolle Auto. Kann man hier sonst noch was benutzen? Ohne Truhe. War die beim letzten Mal auch schon da? Nee. Geschlossen. Dann öffne sie. Ziemlich viel Zeug hier. Okay, mal gucken, was da alles so Grüße, drin war. Grüße, Genosse. Ein Hüpfball, eine Luftpumpe. Ah, das war das Kärtchen vom Kopfgeldjäger. Witwennummer 200785. Gut. Luftpumpe. Eine ganz gewöhnliche Luftpumpe. Nur mal so. Ich sollte erstmal versuchen, ob die Pumpe funktioniert. Okay. Ups. Floyd. Scheint, ich habe sie kaputt gemacht. Gut, das war ja aber auch gewollt. Aber trotzdem, Floyd. Grüße, Genosse. Okay, jetzt haben wir ein Ventil, eine Metallstange und eine Röhre. Und wir kriegen den Hüpfball nicht mehr aufgeblasen. Danke, Floyd. Gab's irgendwo noch Infos hier, wie ich vielleicht die Tür da aufkriege? Man weiß ja nie. Das Überlebenshandbuch der Freiheitskämpfer und Amateurrebellen. Okay. Mal benutzen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie rein. Abgeschlossen. Mit einem Schallschlüssel. Okay. Dann benutzen wir mal das Auto. Könnte klappen. Ich sollte ja auch ein neues Fahrzeug, glaube ich, holen. Oh. Ich bräuchte nur genug Saft, um den Magneten zu überwinden. Grüße, Genosse. Abschleppseil, Motorrad. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Dann halte erst Auto und... Grüße, Genosse. Abschleppseil. Aber kannst du das Auto mit dem Motorrad rausziehen? Vielleicht klappt das ja.
noch in der Hand? Hä? Wo hat der das denn jetzt festgemacht? An der Tür? Fest steht, dass ich irgendwie das Magnetfeld ausschalten muss. Okay. Also ich habe das schon richtig jetzt gemacht wahrscheinlich. Unbewusst. Damit können wir dann wohl die Tür aufziehen, oder wie? Warte, nicht reden, nicht gucken. Grüße, Genosse. Haben wir noch irgendwas, damit wir das vielleicht aufdüsen können? Haben wir irgendwas hier? Fisch. Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, irgendwie das Feld überwinden. Benutzen? Abgeschlossen. Das kann ich nicht. Ja, dann geht das nicht. Feststeht. Ja, gut. Okay, dann kriegen wir das jetzt noch nicht hin. Dann haben wir wahrscheinlich irgendwas noch nicht gefunden, was wir aber noch finden können. Dann sage ich aber mal, bis in den... Grüße, Genosse. Bis zum nächsten Part, meine lieben Genossen. Und ich bin der Wayward und ich bin raus. Und das war's wieder von Floyd. Es gibt noch Helden. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.